Hi Leute, hier ist Heikap Christian. Das ist das erste Mal, dass ich einen Mukbang filme und ich finde die Aussprache davon immer noch komisch, weil es ist ja koreanisch und es müsste eigentlich Mokbang heißen, weil es ja ein koreanisches Kofferwort aus dem Wort für Essen und dem Wort für Senden oder Sendung ist, so wie ich das in Erinnerung habe. Und ich wusste halt nicht, was ich essen soll und dann kam gerade per Post 5 Kilo Datteln, die ich bestellt habe. Yay, also esse ich jetzt die 5 Kilo Medjool Datteln. Und weil ich dachte, ich brauche irgendeinen Inhalt, irgendwas, worüber ich reden kann, dachte ich mir, ich lese mal meine Hasskommentare vor. Das ist ein Video, was ich sehr, sehr lange machen wollte. Ich dachte, ich mache es halt am Ende des Jahres, aber ja, ich habe da jetzt gerade irgendwie Lust drauf und ich weiß nicht, wie viele Kommentare ich wirklich gespeichert habe. Ich habe von einigen habe ich Screenshots gemacht, aber irgendwann habe ich halt aufgehört, weil ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte und weil ich halt glaubte, dass ich schon genug habe. Deshalb, ja, weiß ich halt nicht, wie viele Kommentare ich gleich haben werde. Schauen wir erstmal nach den Datteln. Oh ja, die sind gut. Ich liebe Medjool-Datteln, Leute. Das sind die besten Datteln, die es gibt. Ich hab die, ich bestelle die in Deutschland bei Israel-Spezialitäten und hier in den Niederlanden hatte aber die Firma, die die vertreibt, Meadrin heißt die, glaube ich, haben einen eigenen Online-Shop. Und da habe ich die jetzt bestellt. 5 Kilo, knapp 50 Euro. Ist halt ein normaler Preis, aber bei dem Edeka in Deutschland zahlt man teilweise 19 Euro das Kilo. Das ist so, so crazy. Ja, generell bei diesen Hater-Kommentaren ist mir eines aufgefallen und zwar unfassbar viele davon sind unter meinem Zentrum der Gesundheit-Video. Ich habe das ja auch sehr populistisch betitelt mit Zentrum der Gesundheit ist Schwachsinn und Schwachsinn in Großbuchstaben geschrieben. Und Zentrum der Gesundheit ist ja irgendwie so die einzige Informationsquelle von manchen Leuten und ist schon klar, dass manche Leute da wirklich voll drauf abgehen, wenn ich dann sage, dass ich das für schwachsinnig und für nicht wissenschaftlich halte und für unverantwortlich und alle möglichen Worte. Und es ist, manchmal ist es so, dass eine Person dann so vier, fünf Sachen kommentiert oder am besten das immer das gleiche, aber unter verschiedenen Videos. Und das für die ist das halt viel Aufwand, weil sie unter jedes Video gehen müssen, aber ich kann es halt einfach in meiner Kommentarübersicht bei YouTube alles anhaken und zack, weg ist es. Und ja, fangen wir mal an. Also das erste, the next transe, du bist innerlich doch eine Frau oder Sust, SUSD. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und the next transe, ernsthaft? Also, kreativ ist das schon, das muss man echt sagen. Also, ja, und dann die gleiche Person, also sie hat einen weiblichen Benutzernamen. Ich weiß halt nicht, ob es eine Frau ist, das weiß man im Internet ja nie. Außer, dass ich ein Mann bin. Wollte jetzt auch meine Geburtsurkunde sehen, wie bei Barack Obama. Ich kann die auf YouTube stellen. Bin ich aber nicht. Nächster Kommentar von der gleichen Person. Ach komm, gib's zu, du lässt dich mit Sperma besamen. Also, ich bin schwul, aber ich weiß nicht, ob diese Person genau weiß, was das eigentlich bedeutet. Man weiß es nicht. Und, ah ja, das ist noch ein bisschen netter, nur du kleiner Spinner. Aber dann darunter, das war jetzt immer von der gleichen Person. Ach komm, du bläst gerne Ausländer, deswegen willst du die hier haben in deiner Lutschnähe. Ach, ich glaube, das war unter meinem Flüchtlingsvideo. Du kleine, verzauberte, passive Stute. Also, jetzt kann man auch noch Homophobie mit Rassismus verbinden. Das ist, oder Fremdenfeindlichkeit zumindest. Das ist quasi der AfD-Sechser im Lotto so gefühlt. Und dieses Wort verzaubert, das habe ich tatsächlich bislang nur von einer einzigen Person gehört, im Zusammenhang mit Homosexualität. Und ich finde, das ist das merkwürdigste Wort dafür, was ich je in meinem ganzen Leben gehört habe. Warum verzaubert? Ich bin halt so. Und ja, also
heterosexuelle Leute sind jetzt nicht weniger verzaubert oder mehr verzaubert oder irgendwas. Ich bezweifle, dass irgendjemand verzaubert ist. Also, die Datteln sind ziemlich gut. Ich liebe Datteln. Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja. Einige habe ich anscheinend in meiner Dropbox gesichert. Sicherlich auch praktisch. Mal eben trinken. Ah ja. Zentrum der Gesundheit ist Schwachsinn-Video wieder. Was du so als Hate betrachtest, aber mach das mit deinem Scheißkanal. Aber so, ach so, ja. Ich kann übrigens, ich habe so ein bisschen OCD, denke ich. Also, wie heißt das auf Deutsch? Obsessive Zwangsstörung oder so. Und ich kann halt teilweise Kommentare einfach, ich verstehe nicht, was Leute schreiben, wenn da keine richtige Interpunktion drin ist. Ich kann also keine richtige Kommasetzung, überhaupt keine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung, keine Punkte. Und da verstehe ich halt nicht, was die Leute sagen. Das war jetzt gerade wieder so ein Moment, das ist mir einfach aufgefallen. Ich glaube, er will sagen, was du so als Hate betrachtest, dann würde ich da Punkt, Punkt, Punkt hinsetzen. Aber mach das mit deinem Scheiß, aber mach das, Komma, mit deinem Scheißkanal kommst du eh nicht weit, Punkt. Ja, wollen wir mal schauen. Also, wann habe ich denn das Zentrum der Gesundheit Video rausgebracht? Mal gucken. Das weiß ich gerade nämlich gar nicht auswendig, muss ich sagen. Mal schauen, weil dann gucken wir mal, wie viele Subscriber ich damals hatte und wie viele Subscriber ich jetzt habe. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt 3890. Wo sehe ich das denn? Ach, ich suche einfach bei YouTube nach Zentrum der Gesundheit. Ich wette. Ach, da. Ah, ja. Zentrum der Gesundheit. Ich glaube, das müsste irgendwann im letzten November gewesen sein. Ach, am 16.10.2015. Dann schauen wir mal bei Social Blade, wer die Seite nicht kennt. Da kann man halt seine Subscriber verfolgen und alle möglichen anderen Parameter, die einem YouTube nicht selber gibt, sondern die halt die Seite fortlaufend abgreift. Und dann hat man halt einen detaillierteren Überblick. Schauen wir mal. Also jetzt habe ich. Oh, da muss ich aber jetzt weit runter scrollen. Oder irgendwo geht das. Ah ja, da muss ich nur so ungefähr gucken. Ja, da sehe ich aber auch nur die. Manchmal ist Social Blade echt dumm. Das ist jetzt nur von September. Ah, da, nein, das sind auch so. Ach doch, da. Damals hatte ich. Ah, ich bin fast da. Man muss in so einer blöden Grafik scrollen. An dem Tag hatte ich 2360 Subscriber. Heute habe ich. Ich habe es schon wieder vergessen. 3890. 3890 geteilt durch 2360. Ist also eine Steigerung von 65% in einem Jahr. Ich meine, ich habe immer noch verhältnismäßig wenig Subscriber im Vergleich zu anderen YouTubern, das ist klar, aber mit deinem Kanal kommst du eh nicht weit. Nee, würde ich jetzt irgendwie nicht so sehen. Also, du Kommentarschreiber. Das ist mal ein sehr einfacher Kommentar. Ich liebe das ja. Ich liebe es wirklich, wenn Leute einfach schreiben und nicht groß um den Brei herumreden und hier und da, sondern direkt zum Punkt kommen, weil einer schreibt einfach Hurensohn. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt damit beleidigt bin oder ob meine Mutter damit beleidigt ist. Aber weiß nicht, ich fühle mich davon nicht beleidigt, muss ich sagen. Also vor ein paar Jahren schon noch bei so blöden Internetkommentaren, aber inzwischen lache ich darüber, ganz ehrlich. Also inzwischen können wir, zumindest wenn es irgendwie unter die Gürtellinie geht oder so, dann können wir Leute ziemlich alles an den Kopf werfen, was sie wollen. Das interessiert mich echt nicht. Ja, das ist schon. Ja, ist schon erstaunlich. Ah,
Oh, da, hier sorgt sich jemand um meine Gesundheit. Krass, bist du dünn, bist du magersüchtig oder so? Hau dir mal bitte ein kräftiges Steak rein, damit du wieder zu Kräften kommst. Das kann man sich ja nicht anschauen. Ja, aber sonst hätte ich ja nicht ungefähr eine halbe Million Videoaufrufe. Also es können sich ja ganz offensichtlich Leute anschauen. Und Steak? Ich wurde gerade beschuldigt, dass ich gerne Ausländer vögele und die deshalb in Deutschland haben möchte, mich gerne mit Sperma besamen lasse und all diese Sachen kann ich halt nicht machen, wenn ich erektile Dysfunktion mit 40 habe, weil ich so viel gesättigtes Fett und Cholesterin esse. Also Steak ist da halt, ne? Das geht halt einfach nicht, ne? Nee. Also da vielleicht ein Tofu-Steak, aber ein richtiges Steak, nee. Also Mensch, dann muss man ja konsequent bleiben mit seinen Anschuldigungen, ne? Also die Leute, mein Gott, ey. Oh, das nächste ist was, was ich auch ziemlich oft zu hören bekommen habe. Auch wieder unter dem Zentrum der Gesundheit Video. Wen wundert's? Das ist echt das Video. Ich glaube, das ist so ziemlich das Video mit den meisten Dislikes von mir. Prozentuell gesehen. Welche Lobbyisten finanzieren dich denn? Alles Bullshit, um in deinem Wortschatz zu bleiben. Und dann so ein Totenkopf-Emoji. Wie heißen die Dinger? Emoticons? Ich habe keine Ahnung. Also, wenn ich wirklich von Lobbyisten finanziert werden würde, dann glaubt mir Leute, ich hätte keinen Studienkredit und am Ende meines Bachelorstudiums 18.000 Euro Schulden. Da würde ich gerne von Lobbyisten finanziert werden. Ich meine, ich verdiene mit YouTube Geld, ich verdiene mit Amazon Geld, das stimmt schon, aber das ist halt, das reicht halt trotzdem absolut nicht zum Leben. Ich glaube, so wird es einige Leute sich, ziemlich komische Vorstellungen darüber machen, wie viel Geld man eigentlich mit YouTube verdienen kann, wenn man nur knapp 4000 Subscriber hat. Das ist halt im YouTube-Maßstab gar nichts. Ja, von daher, ich werde leider nicht von der Lobby finanziert her. Also wenn mich jetzt die Dattel-Lobby finanzieren möchte, oder die Kartoffel-Lobby von McDougall, dann immer her mit dem Geld, Leute. Datteln essen und Kartoffeln essen, das kann ich den Leuten immer erzählen. Ich finde auch eigentlich Instant Pots sollte mich bezahlen. So viele Instant Pots, wie ich denen bereits verkauft habe. Muss die mal anschreiben. Nur vielleicht guckt ja jemand von Instant Pot zu, das wäre cool. Oh Gott. Der nächste ist auch jemand, der hat bei Vegan Power Girl kommentiert. Da sie hatte auch sehr viel Spaß mit. Willst du mal mein Poloch schlecken? Das ist wieder so korrekte Zeichensetzung. Man kann doch nicht einfach Schlecken schreiben, danach eine Leerstelle lassen und danach dann ein Fragezeichen dahin tun. Das geht doch einfach nicht. Wenn schon, dann muss das Fragezeichen doch direkt an den letzten Buchstaben gehen. Sind diese Leute denn nie zur Schule gegangen? Nein, das will ich in der Tat nicht. Vor allem, so wie das Profilbild aussieht, siehst du aus wie, ich möchte es eigentlich nicht sagen. Also, nein, ich sag's auch, glaube ich, nicht, was ich gerade denke, aber nein, das möchte ich nicht. Überhaupt nicht. Oh. Wieder ein sehr straightforward Kommentar. Ekelhafte Veganer-Schwuchtel. Jetzt wären wir schon kreativer, indem wir mehrere Beleidigungen zu einer Beleidigung zusammenfügen. Es ist ekelhaft drin, Veganer ist sowieso eine Beleidigung für viele Leute und dann noch Schwuchtel. Ich glaube, das war das war bei einem Chef AJ-Video. Das war bei einem Video, das ich über Chef AJ gemacht hatte. Ja, also ekelhaft, das kann irgendwie jeder selbst entscheiden. Würde ich jetzt nicht so sehen, weil stinken tue ich nicht. Manchmal dauert es zwar 2, 3 Tage, bis ich mir die Haare wasche, weil ich halt momentan dabei bin, meine Waschintervalle wieder auseinanderzuziehen, weil ich langsam wieder Schuppen bekomme und dann, na, muss ich das halt immer ein bisschen auseinanderziehen, bis die Kopfhaut sich wieder daran gewöhnt und alles Mögliche ist alles scheiße. Und Veganer, ja, ne, schuldig mit in der Anklage. Und Schwuchtel, so, ganz ehrlich, wie oft habe ich auf meinem Kanal denn schon gesagt, dass ich homosexuell bin? Ich bin geouteter Homosexueller. Wie oft wollt ihr mir das noch
sagen, dass ich homosexuell bin. Das ist etwas, was ich selber weiß, kommt doch mit was, was ich noch nicht weiß. Also, das verstehe ich halt nicht. Ich wollte mir keinen Erkenntnisgewinn bescheren. Also, komische Menschen gibt's. Komische, komische Menschen. Oh, ja, da kam mal wieder der Kommentar mit dem Hau dir ein Steak rein, um wieder zu Kräften zu kommen. Also, da habe ich sogar damals drunter geschrieben und noch ein Kommentar für das Best-of-Video am Ende des Jahres. Ich meine, gut, ne, wenn man jetzt. War nicht gerade nach dem jüdischen Kalender Ende des Jahres? Das vielleicht ist das ja doch Ende des Jahres. Also. Oh, du bist scheiße. Unter meinem Kaufe ich Bio-Video. Also, ich würde sagen, nein. Nee, wie seht ihr das? Nein, 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 nein. Mal schauen, mal durchgehen. Oh, der war geil. Auch unter dem Zentrum der Gesundheit Video. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal auf das Zentrum der Gesundheit Video und scroll einfach mal durch. Unglaublich. Ach komm, Junge, hör auf mit deinem Faschisten-Zombie-Geseier. Da habe ich mich halt gefragt, was ist denn jetzt ein Faschisten-Zombie? Ist ein Faschisten-Zombie, wenn Adolf Hitler wieder von den Toten aufersteht? Oder wenn Heinrich Himmler wieder von den Toten aufersteht? Oder Mussolini? Ist das dann ein Faschisten-Zombie? Ich verstehe das sowieso irgendwie nicht, wie Veganer als Faschisten bezeichnet werden, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Faschismus darauf reduziert wird, dass man konsequent eine Ideologie verfolgt, von der man glaubt, dass sie richtig ist, obwohl sie eigentlich ziemlich irrational ist. Aber das, obwohl ich halt ein Video darüber gemacht habe, dass ich nicht denke, dass vegan der moralische Standard ist, denke ich trotzdem, dass Veganismus nicht irrational ist. Zumindest pragmatischer Veganismus ist meiner Meinung nach nicht irrational. Und was diese Leute, glaube ich, meinen, ist Extremist. Extremist, nicht Faschist. Faschismus ist was anderes. Und genauso wie Zombie, also. Ich bin nicht von den Toten auferstanden. Also, wenn man es halt so sieht, dass ich aus den Lebensmitteln bestehe, die ich esse, und die Lebensmittel aus der Erde kommen und die wiederum aus toter organischer Materie entstehen, dann, wenn man das als Zombie bezeichnet, aber das ist schon sehr weit hergeholt, aber also Faschisten-Zombie. Also, ich frage mich echt, wenn man mich doch beleidigen will, dann beleidige ich mich doch mindestens mit Sachen, die irgendwie halbwegs Sinn ergeben. Also das ist ja einfach kompletter Blödsinn. Faschisten-Zombie. Oh ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Es gibt ja sowas wie Fettshaming, ne, wo man Leute dafür schlecht macht, dass sie halt ein höheres Körpergewicht haben. Und es gibt das Gegenteil, es gibt Skinny-Shaming. Und dann gibt es irgendwelche Leute, die einen wegen der einen der eigenen Ernährungsweise oder der Sachen, die man isst, schämt. Weil hier nämlich einer geschrieben hat, Nicole, die Power Girl, hatte mal ein Video veröffentlicht, was ich glaube, als sie beim Workshop von Teal Swan in Berlin war, nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, es war irgendwo da. Dass sie halt Brötchen isst und Bohnen aus der Dose. Und das habe ich halt gesagt, ja, mache ich auch, wenn ich unterwegs bin. Hat einer geschrieben, ja, sieht man dir an. Ich frage mich halt, woran man mir das ansieht. Also ich habe ein vollkommen normales Körpergewicht. Streng genommen bin ich eigentlich sogar untergewichtig, ganz leicht. Ich bin, ich glaube, normaler BMI. Oh, das könnte ich gerade mal ausrechnen. Ah, Junge, Junge. Jeweils nach meiner letzten Rechnung war ich halt leicht untergewichtig. Ich glaube, das, worauf die Leute sich immer beziehen, ist halt meine Akne, die ich im Gesicht habe, die halt immer noch nicht komplett weg ist, aber halt deutlich besser geworden ist mit einer vollwertig pflanzlichen Ernährung und dazu Medikamenten, die ich aber momentan nur sehr, sehr unregelmäßig nehme. Oh, wie groß bin ich nochmal? Ich glaube 1,76. Autovervollständigung sagt 1,76. Ich bin männlich, ich bin 21, habe keine Amputation. Oh nein, tatsächlich. Ich habe ein BMI von 21, also Normalgewicht. Hatte ich dann eine kleinere Körpergröße beim letzten Mal gegeben? Oder eine größere Körpergröße? Ich weiß es nicht. Aber
Auf jeden Fall, okay, also darauf kann es sich nicht beziehen. Ja, wie gesagt, ich vermute halt, es bezieht sich auf die Akne und das, ich weiß nicht, solche Kommentare finde ich halt schon ziemlich unverschämt, weil ich halt auch, ich sag halt auch, dass viele Sachen durch Ernährung kommen, viele Krankheiten, aber noch längst nicht alles. Und sowas sagen halt meistens Leute, die überhaupt keine Ahnung von dem haben und die halt selber so eine Erkrankung nicht haben und keine Ahnung haben, wie sich sowas eigentlich anfühlt, sowas seit wie vielen Jahren zu haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich zähle schon gar nicht mehr mit, Leute. Also solche Kommentare finde ich, solche wirklich unsensiblen Kommentare, die finde ich schon etwas unverschämt, aber naja, ne? Kann man nichts machen. Das nächste ist auch so ein Kommentar, den ich nicht verstehe. Das ist auch sowas, so fehlende Sinnbezüge. Er hat zwei Zeilen geschrieben. Die erste Zeile, Gott nicht real. Die zweite, Sie sind ein Schwuler. Das sind beides Sachen, die ich, denen ich zustimmen würde. Also, ich bin der Meinung, dass es Gott nicht gibt. Ich bin Atheist. Und ich bin schwul. Aber, also, das ist wieder so, das weiß ich doch schon. Und warum wollen die Leute mich dann beleidigen? Verstehe ich nicht. Oh, das war es an den Kommentaren, die ich gespeichert hatte. Glaube ich jedenfalls. Ich hatte irgendwann mal meine Festplatte leer gemacht. Und könnte sein, dass ich noch mehr auf den auf meiner externen Festplatte habe. Aber ich müsste da mal schauen. Vielleicht habe ich da noch was auf meinem. Na, ich glaube, das ist tatsächlich alles, was ich an Kommentaren noch gesammelt habe. Das ist echt weniger, als ich dachte. Ich glaube, so die Grundstrukturen von Schwachsinn in den Kommentaren werden klar. Ja, jetzt wollte ich ja nochmal zum Zentrum der Gesundheit Video. Ich liebe es zu trollen. Nein, tue ich nicht. 6.195 Aufrufe, 191 Daumen hoch und 162 Daumen runter. Und wenn man in dem Video guckt, dann sieht man schon, dass meine Akne sich im Vergleich zu heute seit damals deutlich verbessert hat. Also, es ist übrigens auch, ich kann meine eigenen Videos nicht angucken. Das ist tatsächlich so. Auch wenn andere Leute, wenn mein Freund oder so ein Video von mir guckt, ich bin im gleichen Raum, denke ich nur so, boah, Schatz, mach das gefälligst aus. Ich kann das nicht aushalten. Genauso wie wenn ihr Marc oder so ein Video von mir guckt, denke ich auch nur so, oh Gott, tust du es bitte nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich schaue meine Videos halt zweimal an. Ich schaue sie einmal beim Editieren an, also beim Bearbeiten. Und danach noch einmal, um zu gucken, ob halt alles genau so ist, wie ich es wollte. Und dann stelle ich es hoch, dann gucke ich mir sie nie wieder an. Das ist so, wie das halt in der Regel läuft. Ich weiß nicht, ich finde meine Stimme auch irgendwie ganz furchtbar. Ich weiß nicht. Ich fand das am Anfang von voll den Schock, mich selbst zu hören. Ja, hier sind nur Leute, die halt keine Ahnung haben, wie Wissenschaft wirklich funktioniert. Dachte mir auch, dass da etwas faul ist, da jemand Lungenkrebs mit Löwenzahn geheilt hat. Na, nee, ich finde das aber immer noch, ich finde die Theorie, dass man Krebs mit Backpulver heilen kann, immer noch lustiger. Also, mein Gott, irgendwo. Oder habe ich die schon alle gelöscht? Oh, das sind so viele Kommentare. Oh mein Gott. Krebszellen ernähren sich von Zucker. Informiere dich richtig und nicht von Arzt, Pharma, Lobby-Dreieck. Alle Zellen ernähren sich von Zucker. Krebszellen und normale Zellen. Also, oh, das ist. Ah ja, hier war wieder der Hurensohn-Kommentar. Ich habe ihn wiedergefunden. Oh. Da war der Faschisten-Zombie. Informationen muss man sich richtig holen und nicht blind folgen. Das machen leider einige, glauben den heutigen Schulmedizinern.
Ist wieder so ein Kommentar, wo ich nicht weiß, was gemeint ist. Das ist so ein schwachsinniges Video. Junge, du tust mir leid. Mach's ja einen auf schlau, dann mach doch eine bessere Seite als Zentrum der Gesundheit. Ja, ich habe halt keine Seite, ich habe meinen YouTube-Kanal. Ich habe auch schlichtweg keine Lust, so eine Seite zu eröffnen. Warum soll ich das tun? Ach, ich erinnere mich noch an einen Kommentar, aber den hatte derjenige dann, glaube ich, irgendwann wieder gelöscht. Und zwar ging es irgendwie darum, so, oh, das war ganz komisch formuliert. Da ging es irgendwie, der meinte, dass, weil ich nicht auf Zentrum der Gesundheit höre, bin ich einfach nur ein Jugendlicher ohne Hobby, der den ganzen Tag Chips und Cola isst. Und ich dachte, und ich habe dann eben so geschrieben, hast du irgendeine Ahnung, worüber es auf meinem Kanal geht? Also, ich will nicht überheblich klingen, aber ich denke, dass ich in vielen Punkten viel reflektierter bin als andere Menschen und ich ernähre mich halt nicht von Chips und Cola. Ich habe, glaube ich, wann habe ich das letzte Mal Cola getrunken? Ich glaube, ich habe Cola gegessen, weil ich eine Currysoße gemacht habe, mehrfach, die Cola enthält, die auch verdammt gut ist. Ich muss das Rezept mal irgendwie abfilmen. Ach ja, oh Gott, Silke Leopold. Ja, nee, der Kommentar ist tatsächlich gelöscht. Das passiert mir auch oft, dass Leute ihre schrecklichen Kommentare dann irgendwann wieder löschen. Das finde ich schade, weil ich die nämlich sehr lustig finde. Das, nein, 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 ich klicke mich nicht durch Rohkostkanäle. Das ist immer so ein Fehler, den ich mache. Ich fange an, mich durch Rohkostkanäle zu klicken und dann kann ich irgendwie nicht mehr aufhören und reg mich nur noch über alles auf, über diesen ganzen Blödsinn, der da teilweise verbreitet wird. Das Beste ist ja ernsthaft die Theorie, dass man, wenn man ein Brötchen isst, dass man davon Parasiten bekommt, weil im Brötchen anscheinend Parasiten eingebacken sind. Wo ich mir nur schon so denke, ja, wenn ihr doch schon von eingebacken redet, glaubt ihr ernsthaft, dass Parasiten 180 Grad Umluft für 20 Minuten überleben? Oder wenn man sich Brötchen kauft, die schon die tiefgekühlt sind, dass die 180 Grad vorbacken, tiefkühlen und nochmal 180 Grad für 20 Minuten überleben? Also irgendwie, das ist teilweise so ein Murks, was da verbreitet wird. Da kann man echt nur den Kopf schütteln. Das, boah, ey. Also, ich weiß auch gar nicht, wer die schlimmeren Argumente hat. Die Rohköstler oder die Paleo-Anhänger. Gibt es rohköstliche Paleo-Anhänger? Bestimmt, oder? Würde mich nicht wundern. Ich finde es einfach traurig. Also, Wasser ist bei Trockenfrüchten echt sehr wichtig. Oh Mann, ey. Nein, weg, weg mit den Rohkostzeiten. Weg mit den Rohkostzeiten. Man kann mit solchen Diskussionen so viel Zeit verschwenden, das ist unglaublich. Also, oh mein Gott. Immerhin kam, aber generell muss ich mal meine Abonnenten, also euch, meine Zuschauer, echt loben, dass die meisten Kommentare mir immer sehr viel Spaß machen, dass die vernunftbegabt sind, dass sie nicht unter die Gürtellinie ziehen. Und ich habe ja kein Problem damit, wenn Leute mir widersprechen oder eine andere Meinung haben als ich, weil ich sowieso. Ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, ich bin ein Außenseiter in der Hike-Up-Szene, aber ich bin halt, ich plappere halt nicht einfach das nach, was andere Leute sagen, sondern, und ich mache mich halt mit einigen Themen, dass ich teilweise mich sehr darauf festnagel und sehr darauf versteife, dass man Sachen richtig erzählt und genauso erzählt, wie sie auch wirklich sind und nicht halt einfach bis aufs Groteske vereinfacht, um damit Anhänger zu gewinnen. Ich bin schon irgendwie anders als die anderen Kanäle, denke ich. Ist aber nicht schlimm. Also, wie gesagt, wenn mir jemand halt widerspricht, ist das kein Problem. Mein Gott, ey.
Solange das nicht sowas ist wie Sklavenhaltung ist gut, dann habe ich da kein Problem mit, wenn es halt ein normales Argument ist. Aber solche Hasskommentare, die, ja. Deshalb ist es auch, deshalb hatte ich auch lange Zeit echt Schiss davor, meine echte Adresse auf YouTube anzugeben, weil ich dachte, wer weiß denn, wer dann vor meiner Haustüre stehen wird. Weil es ist in Deutschland ja verpflichtend, im Impressum eine Adresse zu haben. Ich bin gespannt. Bislang ist noch nichts passiert. Also bislang wurden mir noch keine Schlachtabfälle oder sowas geschickt, was ja anderen YouTubern passiert. Ich habe aber auch eine strikte Policy, keine Pakete anzunehmen, die ich nicht erwarte. Ich nehme wirklich eigentlich keine Pakete an, von denen ich nicht weiß, dass ich es selber bestellt habe oder dass mir jemand gesagt hat, dass er etwas für mich bestellt hat, weil ich halt nicht weiß, was drin ist. Und die lasse ich dann immer zurückgehen. Ich verweigere dann halt die Annahme. Und deshalb, wenn einer von euch mir was schicken will, jetzt wisst ihr es, ihr müsst mir vorher eine E-Mail schreiben. Überraschungen gehen bei mir nicht, weil dann müsst ihr doppelt drauf zahlen, weil das wieder zurückkommt. Und wenn ihr es mir nochmal schicken wollt, müsst ihr nochmal doppelt bezahlen. Jo, mein Gott, ey, ich habe wenig Datteln gegessen, 4 Stück. Aber es ist halt mega schwierig, Datteln zu essen und dabei zu reden. Datteln sind so klebrig. Aber trotzdem sind diese Datteln auf jeden Fall das Geld wert. Ich esse die so gerne. Ich esse halt nicht mehr so viel davon. Es gab eine Zeit, da habe ich sehr, sehr viel Datteln gegessen, aber inzwischen geht das irgendwie nicht mehr. So 5 Stück am Tag und das war's. Deshalb wird mir dieses Pack auf jeden Fall sehr, sehr lange halten. Und ja, mögt ihr dieses Format? Ich find's mal ganz angenehm, einfach so zu labern. Ich weiß noch nicht, wie ich diesen Essensaspekt da wirklich gut rein integrieren kann. Jo, schreibt mir eure Meinungen drunter. Mal wieder habe ich vergessen, am Anfang des Videos zu erwähnen, dass ich einen Tumblr-Account habe, weil ich ja einfach so furchtbar damit bin, E-Mails zu beantworten. Deshalb bitte, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir entweder auf YouTube oder auf Tumblr, aber nicht per E-Mail. Das wird nicht funktionieren, Leute. Es tut mir leid, es wird nicht funktionieren. Ich bin einfach schlechter drin. Es sei denn, es ist wirklich was sehr privat ist, dann schreibt mir das vielleicht doch per E-Mail, aber ich garantiere dann halt nichts. Sorry, wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, ciao.